Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und im Format Underrated schauen wir uns unterschätzte Teams an und unterschätzte Charaktere. Und dazu gehört auch leider Super Geilzin, denn Super Geilzin, Super 17, ist eigentlich wirklich eine Maschine. Also er ist ein Android, er ist ein Cyborg. Aber das meine ich nicht damit, ich meine, er ist wirklich sehr, sehr gut, nämlich... Er ist der Extreme Neo Guard Leader und es ist halt die Sache mit den Extreme Neo Guard Leadern, die hat halt fast niemand, beziehungsweise benutzt sie niemand. Deswegen findet man sie so schwer in der Friendlist, aber deswegen geht es genau in diesem Format darum, da sie unterschätzt werden, werde ich sie auf jeden Fall sie showcasen und zeigen, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Also fangen wir erstmal an mit seinen Leader Skill. Extreme Agility Charakteren gibt der Key plus 3 auf 400 120% und Super Agility Key plus 1 auf 450%. Mit seiner Ulti macht er immens Damage und verringert die Verteidigung des Gegners sehr, sehr stark. Einzigartig ist seine Passive, und gerade wegen der Passive kann ich verstehen, dass er wirklich unterschätzt ist, beziehungsweise zur damaligen Zeit vor allem. Schauen wir uns mal die Passive an, nämlich die Passive ist folgendermaßen. Er hat eine Damage Reduction von minus 40%, heißt jeden Angriff, den er bekommt, reduziert er dessen Schaden um 40%. Das ist insane. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird, erhöht sich sein Angriff um 30%, Maximum ist 120%. Und Super 17 war der erste seiner Art, der diese Passive hat. Der weitere, der hinzukam, war Ella, Goku, Rose und Zamasu. Und genau wegen dieser Passive wurde er damals sehr stark unterschätzt, weil damals gab es Charaktere, beziehungsweise die damaligen Passives der Charaktere, die hatten so Stacks nicht. Die hatten sofort ihren Boost. Beispielsweise Rose hatten wir damals, der hat 100% auf seinen Angriff gegeben, der hat alles weggehauen. Oder der Vegeta oder und, ihr wisst, was ich meine. Oder der Goku und so weiter und so fort. Der vierfache Goku, ja, 150% auf Angriff, gut ist. Super 17 jedoch, er musste erst mal seinen Angriff stacken. Aber ich kann das verstehen, wisst ihr warum? Wenn er seinen Angriff gestackt hat, er muss lediglich nur 4 Angriffe bekommen und das ist eigentlich zum ersten Super 17 sein Typus. Super 17, wenn ihr das gesehen habt in GT, er wurde immer stärker, stärker und stärker, je mehr Angriffe er bekommen hat, also je mehr er absorbiert hat, je mehr Ki und so weiter und so fort. Wo er auch gewissermaßen tanky, deswegen hat er die Damage Reduction. Und also was ich dann verstehen kann, warum er unterschätzt ist, ist, weil er eben diese Stacks braucht. Aber wenn er die erstmal hat, Leute, dann hat er 120% auf seinen Angriff und kontinuierlich 40% Damage Reduction. Das ist 120% auf den Angriff und 40% Damage Reduction. Das ist insane. Das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Der Dude tankt und macht Schaden. Mein Super 17 hat hier 2 Typpfade offen. Sieht dementsprechend so auf. Ich bin auf Level 15 Crit, Level 11 Edition Attack gegangen. Wenn wir uns das Team ansehen. Dann denke ich mir manchmal, wieso kann man so ein Team unterschätzen? Warum? Wir haben hier Rosé drin, ganz klar, 100%. LA Androids wird auch interessant, sie anzusehen, denn LA Androids sind Free-to-Play, ist ein LA-Charaktere. Viele unterschätzen auch die LA Androids, viele fragen sich überhaupt, ey, lohnt sich die LA Androids, sie da zu holen? Wir werden es sehen. LA Majin Vegeta, ganz klar. C17, sehr, sehr gut, auch ein Android, liegt sich dementsprechend sehr gut mit den LA Androids und Super 17, nimmt auch vieles Battle mit, ist ein sehr guter Supporter. Und dann haben wir noch Metarillo drin, ist oder so. Bester Supporter für die Extreme Agility Units. Ich kann euch verstehen, wenn ihr sagt, ja, jetzt warte mal, dein Team ist ja brutal, du hast hier 100% Charaktere und. Verstehe ich. Ein Majorita könnte man zum Beispiel auswechseln mit einem Tank, Golden Freezer beispielsweise, ihn kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Oder als anderen Supporter könnte man hier Omega Shenlong mitnehmen, er ist ein Asset-Charakter, Sin Shenlong gewesen, den man erwecken konnte. Selbes gilt für Janemba, den fetten, der wird auch so ein Janemba, der ein guter Supporter ist an der Stelle. Genau, man braucht natürlich in jedem Team die richtigen Charaktere, so ist es nicht. Aber dennoch will ich auf jeden Fall jetzt zeigen, dass man dieses Team, speziell die Extreme Teams, darum geht es in dem Format Underrated, nicht unterschätzen sollte. Deswegen werden wir dieses Team nehmen und direkt in dem offenen Stage das ganze Team testen. Und ich werde euch beweisen, dass man dieses Team, vor allem Super 17 als Leader, nicht unterschätzen sollte. Alles klar, und wir sind im Event vom vierfachen Goku, wo denn auch sonst, so quasi mein Lieblingsstage, um was zu showcasen und den Kakarot zur Seite zu hauen. Wie werden die Rotationen bei mir aussehen? Ich werde auf jeden Fall Super 17 versuchen, in eine Rotation zu lassen, nicht diesen, sondern meinen, meines auf SC10, wir haben gesehen, 2 Dupes hat offen, mit den LA Androids, die Tanzer, solide Links sind es auf jeden Fall, und Rosé und Majin Vegeta, das wird die Rotation sein, die ich hier bauen will. Deswegen werden wir auf jeden Fall mal gucken, wie das Ganze läuft. Und wir müssen natürlich erstmal dafür sorgen, dass Super 17 seine Stacks bekommt. Er muss nur 4-mal angegriffen werden, dann hat er seine 120% Angriff und Damage Reduction ist immer da. Also der Dude ist wirklich eine Bombe. Der ist wirklich krank, der ist wirklich asozial, wenn ich das so sagen darf. Er ist eine Maschine. Ja, okay, ich das wurde gerade sogar mir ein bisschen zu cringe, da die ganzen Maschinen-Cyborg-Flachwitz zu bringen. Aber ja, gut. Anyways, okay, dann stellen wir mal... Ja, jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass es überleben wird, wenn ich ehrlich bin.
Wir haben hier schon 334.000 HP. Und das spricht für sich. Wir haben jetzt. Okay, wir bekommen jetzt. Ah, ich glaube, der wird es nicht überleben. Der wird es legit nicht überleben, wenn wir ihn angreifen. Anyways. Okay, wir haben jetzt hier mit Super 17 106.000 Angriff jetzt schon. Und er bekommt noch darauf 120%, wenn er viermal angegriffen wird. Spricht für sich. Alle Androids haben wir auch. Ultra Super Attack. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Natürlich mit einem schönen Boost durch Rildo. Jetzt haben wir ein Stack. Schaut mal, 32.000, das ist nichts. 32.000. Nee, 32 waren das. 32 Schaden, das ist nichts. Ein Stack, 30%, 1 Million Crit. Mit einem Stack. Ja. Das waren 30% auf seinen Angriff. 1 Million Crit. Ich glaube, die Androids, die bomben den hier zur Seite. Ja. 1,5 Millionen. Ich glaube, wir kommen nicht mal auf die Stacks von Super 17, um das hier zu zeigen, wie sein. Weil, ja, nee, wir kommen da nicht drauf. Der ist jetzt schon weg. Er ist jetzt schon gegeben. Also. Wenn Goku das überleben sollte, dann Respekt an ihn, aber ich denke nicht. Und so läuft das in so einem Team. Also unterschätzen sollte man ihn auf gar keinen Fall. Ah, okay, vielleicht überlebt das Kakarot. Okay, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Okay, also das ging ja viel zu schnell, da haben wir Kakarot viel zu schnell beiseite gehauen. Wir haben den wirklich zur Seite geklatscht, den Dude. Jetzt sehen wir uns seinen Sohn vor, wir sind im Ultimate Gohan Event. Shoutout an Lai hier, der mir sein Super 17 auf die Schnelle zur Verfügung gestellt hat. Ich habe das gekonnt so gemacht, dass ich Majin Vegeta rausgehauen habe. Majin Vegeta soll mit Rosé in einer Rotation sein. Und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Ich denke, Ultimate Gohan Event ist ein bisschen schwerer als das von vierfachen Goku. Mit dem Team speziell. Es gibt auch mehr Runden. Genau. Wir schauen uns auf jeden Fall das Team weiter an in einem anderen Event, weil. Man. Kakarot haben wir wirklich, den haben wir zur Seite geklatscht, haben wir den, der hatte gar keine Chance da. Jetzt gucken wir mal, ob sein Sohn hier besser mithält. So, und zwar, genau. Aber ihr merkt schon, ihr solltet diese Teams echt nicht unterschätzen. Ich meine, man braucht die richtigen Charaktere, aber so funktioniert das. Ihr braucht ein vollwertiges Team. Ich habe jetzt, man braucht auch jetzt, bin ich ehrlich, das Glück, LMA Jumita zu ziehen. Ich hatte es, er ist auch in dem Team, aber es geht auch ohne ihn, weil... Die Member, die Hauptmitglieder in diesem Team wären, wenn ich das so sagen darf, Super 17. Also wenn man ihn hat, dann spielt man ihn quasi als Leader. Rosé ist auf jeden Fall muss in dem Team. Und die Ella Androids. Und Ella Androids sind Free-to-Play. In der damaligen Kampagne Free-to-Play auf 100% gebracht. Also konnte man sie auf 100% bringen, deswegen kann man es immer noch. Nur wurde man dafür belohnt und es ging leichter. Diese drei Units. Wenn ihr diese drei Units habt, dann ist das Team auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Die anderen Units sind dann mehr oder weniger Supporter. Oder Charaktere, Tanks, die ihr damit reinnehmen könnt. Es ist egal in welchem Team. Das Team muss natürlich erstmal vollständig sein. Alle Charaktere müssen dem Leader-Skill entsprechen. Und wenn ihr das Team dann habt, dann seid ihr good to go, wenn ich das so sagen darf. Genau. Super 17 sollte jetzt eigentlich, also meiner zumindest, sollte jetzt seine Stacks haben. Ich denke, er wurde schon viermal angegriffen. Heißt, auf ihn schauen wir auch gleich, wie sein Schadenspotenzial in den nächsten Runden sein wird. Aber... Ihr dürft nicht vergessen, Ultimate Gohan ist sehr, 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 sehr tanky. Sehr tanky. Nur die Kid Boosts und gewisse andere Boosts machen Schaden gegen ihn. Ich glaube, Buhan, Kid Boo und so weiter und so fort. Alles andere tut er wirklich sehr, sehr gut wegtanken. Ja. Aktiv auf jeden Fall mal ein Damage Reduction. Wir haben einen Typennachteil. Ich werde dann hier auf jeden Fall darauf achten. Beziehungsweise wird es sehr interessant sein, wie Super 17 hier tanken wird in der nächsten Runde. Deswegen. Lassen wir die Runde erstmal so machen und starten, wie das ist. Und 340.000 HP haben wir in einem Neo-Guard-Team. Richtig geil, richtig geil. Weil ich das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, wenn ihr auch sagt, okay, Super 17, habe ich echt unterschätzt, sollte man nicht unterschätzen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und by the way, lasst auch ein Follow bei Twitter da. Tukambelde, ihr sitzt im Layout unter mir. Ich sage das zum ersten Mal, weil wir sind wirklich kurz davor, 7.000 auf Twitter Follower zu haben und 7.000 Abos auf YouTube. Also beides gleichzeitig. Heißt, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, ich bin dafür natürlich dankbar. Lasst auf jeden Fall ein Like da, bzw. ein Follow und ein Abo. Cool. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Das ist ein sehr schönes Szenario, weil... Super 17. Ja, Damage Reduction jetzt, ganz klar. Ich werde mal unsere Tanking jetzt nicht erhöhen. Ich habe noch die Super Battle Road Items drin. Aber wir haben hier unseren Angriff für 25% für 2 Runden und healen uns. Ich wollte uns eigentlich nur healen, um zu sehen, was hier tankt mit einem Typen nach 4600. Verdammt nochmal. Genau das ist Super 17. Ich denke, wir sollten unsere Stacks haben. Wenn das ein Crit ist, wird das ein guter Crit. Leider kein Crit.
Schade. Crit, oh, Ulti. Wie viel taggen wir das? 83.000. 83.000 ist sehr, sehr solide. Normalerweise wäre das viel, viel mehr. Aber diese Damage Reduction. Es hilft insane. Es hilft insane. Und das ist halt das Geile an dieser Unit. An Super 17 speziell selbst. Gut. Ja, Typennachteil. Da haben wir ein bisschen Struggle jetzt. Dauert ein bisschen. Macht nichts. Wir werden ihn spätestens jetzt zur Seite hauen. Und zwar, wenn wir das Ganze so machen, hoffen, dass er Rosin Crit raushaut oder eine Additional Attack. Schauen wir, wie das Ganze läuft. Und dann gehen wir rüber zur letzten Phase. Da haben wir Typenvorteile. Da bin ich echt gespannt, wie wir da durchdringen werden mit unseren Crits und so dann sofort an Ultimate Gorn. Weil Ultimate Gorn, wie gesagt, ist sehr, sehr tanky. Ist sehr, sehr tanky. Aber jetzt werden wir es sehen. By the way, lass mal vergleichen. Ich glaube, der Frank Super 17, hat er je Schaden genommen? Also meiner hat 169.000 Angriff, der Friend hat 64.000. Ich glaube, der Friend hat keinen Schaden genommen, also kein Stack. Und schaut mal, was es nach dem Stack ist. In der Rotation gerade hat er den meisten Angriff Super 17. Insane. Insane. Really. Really insane. Really. So, mit den Support Super 17, C17, linkt er sich besser, weil er noch 4 Battle mitnimmt. Deswegen werden wir die Rotation mal so lassen, die Androids mal raushauen. Und ich denke, wir müssen das eigentlich nicht healen, obwohl ich den Schaden von Ultimate gar nicht unterschätzen will. Also jetzt nicht sein Autodeck-Schaden gegen Super 17, sondern sein Ulti. Jetzt gucken wir mal, was Super 17 zu bieten hat. 983.000, das ist fast 1 Million bei einem Event, in dem unser Gegner sehr, sehr, sehr tanky ist. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie tanky Ultimate Gorn ist. Er tankt wirklich sehr viel weg. Bei ihm 1 Million Schaden zu machen, ist schwer. Ein Typenvorteil, wie es gesehen, machbar möglich. Aber dass genau Super 17 das schafft, finde ich umso geiler. Hier 1 Million Elder Androids mit ihrer Ultra Super Attack. Kommen sie, mega Colossal Multiplayer. Kommen sie an 1 Million und Super 17 kommt da auch fast an 1 Million. Geil. Das ist das Geile. So, Majin Majin ist die Devise. Ja, ohne Majin geht's auch nicht, Jungs. Ohne Majin geht's auch legit nicht. Majin, wie geht's? Oh mein Gott. 19. Einfach 19. Gigi. Hauen wir mal Kakarot seinen Sohn zur Seite. Zur Seite, wie wir ihn vorhin selbst zur Seite gehauen haben. Runter mit dir. Genau, Leute. So viel zu dem underrated Team von dem Extreme Agility Units zu Super Geil 10. Super Geil 10. An sich den Charakter, ich liebe ihn so sehr. Also, ich mag wirklich Super 17. An sich, der ist so cool, als der GT einfach aufkam. Zack, lange Haare, Badass, wie der sich angezogen hat. Das Geile an Super 17 ist, dass sie wirklich sein Verhaltensmuster, seine Charakteristik übernommen haben in seine Pässe. Weil Super 17 war wirklich tanky, beziehungsweise wurde immer stärker, je öfter angegriffen wurde, je mehr er absorbiert hat. Und das haben sie einfach in seine Pässe involviert. Und ich bin ein Fan von sowas. Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch überzeugen und überzeugen mit Super 17 und seinem Extreme Team? Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.